Toni van Oesselaer ist Vorstand von Bayer Material Science. Und während sich in Deutschland die Debatte ausschließlich um Energiepreise und Ausnahmen für die energieintensiven Unternehmen dreht, plädiert er für viel mehr Kreativität in der Energiewende. Herr van Oesselaer, Ihre zentrale Botschaft ist, dass bezüglich der Energiewende, der Transformationsprozesse national in Deutschland, aber auch international, noch einmal in Ruhe umgedacht werden muss. Was meinen Sie mit diesem Umdenken? Ja, Herr Radke, was ich damit meine, ist tatsächlich, dass man diesen ganzheitlichen Ansatz wählen soll, dass man die ganze Energiewende nicht nur auf die Energieerzeugung bezieht, aber tatsächlich in die Kombination von, wie gestalten wir das Energieportfolio, aber tatsächlich auch auf dem Gebiet Energieeffizienz, Stichwort nachhaltiges Bauen, Stichwort Mobilität. Stichwort auch, was machen wir an den eigenen Verfahren? Wie können wir Energieeffizienz auch bei unseren eigenen Verfahren dementsprechend noch weiter verbessern? Ich hatte Ihnen ein schönes Beispiel gegeben von der SVK-Technologie, die wir innerhalb von Bayer entwickelt haben und damit 30% Strom bei der Chlorherstellung vermindern können. Das sind so Dinge, wo meiner Meinung nach zurzeit noch zu wenig darüber nachgedacht wird und in das Gesamtspiel zwischen Energieerzeugung und Energieverbrauch ich noch kein Gesamtoptimum feststellen kann. Sie haben auch gesagt, dass man sich auf neue Weise dem Problem CO2 zuwenden könne. Was haben Sie dort bei Bayer unternommen? Das war wirklich ein sehr schönes Beispiel, CO2 nicht als Klimakiller, aber als Rohstoff zu sehen. Und tatsächlich in ein schönes Projekt, was wir zusammen mit der Uni Aachen und RWE entwickelt haben, ein Produkt entwickelt haben, ein Polymer, wo wir 25% Öl durch CO2 ersetzen können. Und auch das ist wieder ein sehr, sehr schönes Beispiel von Umdenken, CO2 nicht als Klimakiller, aber als Ersatz von Öl zu sehen. Und unserer Meinung nach, dieses Produkt, was wir entwickelt haben, alleine wird es nicht retten. Aber wenn wir 1000 von solchen Ideen haben, auch dann kann es wirklich einen sehr schönen Beitrag zu das gesamte Thema bringen. Welche wesentlichen Erkenntnisse werden Sie vom Weltenergiekongress hier aus Südkorea mit zu Bayer nehmen? Ein wesentliches Punkt, und das ist auch der Grund, dass ich hier bin, dass wir tatsächlich die Energieverbraucherseite deutlich mehr ins Spiel bringen müssen. Meiner Meinung nach zurzeit, und ich glaube, das wird auch so gesehen, die Diskussion zu sehr fokussieren auf das Thema Energie erzeugen, weniger auf die Frage von, was können wir tatsächlich bei dem Energieverbrauch und dann natürlich für die Chemie, was kann der Beitrag der Chemie dazu sein, tatsächlich bei dem Energieverbrauch, aber auch bei der Energieerzeugung, welche Beiträge kann die Chemie dazu leisten. Und deswegen meiner Meinung nach ist es wirklich sehr wichtig und gut, dass die Chemie hier auch vertreten ist. Herzlichen Dank, Herr van Oesselaer. Ja, mein Gelingen.